Und in Elbasan besuchten wir Schwestern aus dem Orden der Mutter Teresa und wurden mit den Schwierigkeiten bei der Lebensmittelverteilung konfrontiert. Ein Lokalaugenschein von Stefan Wagner. Albanien. 40 Jahre kapselte sich das südeuropäische Land vom Rest Europas ab. Seit den Wahlen im April letzten Jahres hat sich einiges geändert. Demokratische Parteien erhielten die Chance, in einer Übergangsregierung das wirtschaftlich ruinierte Land zu sanieren. Das Bestreben droht zu scheitern. Die demokratische Regierung hat ihren Rücktritt angeboten. Die Wahlen mussten von Mai auf März dieses Jahres vorverlegt werden. Die Verfechter der ehemaligen Diktatur warten auf eine Gelegenheit, das Steuer wieder an sich zu reißen. In dem einst atheistischen Land ist Religion wieder erlaubt. Neben anderen haben sich auch Missionsschwestern der Mutter Teresa, einer gebürtigen Albanerin, hier niedergelassen. Eines ihrer fünf Häuser steht in Elbasan. Hier werden Lebensmittel und Hilfsgüter aus dem Ausland an die Bevölkerung verteilt. Doch der Andrang, die Not, war zu groß. Die Lebensmittelverteilung musste vorübergehend eingestellt werden. At present we have food. Die Situation ist folgendermaßen. Wir mussten die Essensverteilung einstellen, weil wir dem Zustrom nicht mehr gewachsen sind. In den letzten Tagen konnten wir nur noch mit Polizeischutz die Lebensmittel verteilen. Die Leute hier sind so hungrig, dass die Situation unkontrollierbar wurde. Obwohl bereits seit zwei Tagen die Tore geschlossen bleiben, warten noch immer Leute vor der Mauer. Nur für medizinische Belange werden noch Hilfesuchende eingelassen. Der Verband eines verletzten Kindes muss gewechselt werden. Die Lebensmittel werden jetzt dezentral von Dr. Atgier Gay, einem Priester der Mission, mit dem Auto in den umliegenden Dörfern verteilt. Wir als Mission der Mutter Teresa sind für dieses Land wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Albanien ist ein kleines Land mit 3 Millionen Einwohnern. Anlässlich der Wahlen im vorigen Jahr wurden auch die politisch Gefangenen aus den Gefängnissen und Arbeitslagern freigelassen. Einer von ihnen ist Fatos Lubonja, ein Schriftsteller, der vor 18 Jahren eine regimekritische Novelle verfasst hatte. 17 Jahre war er in Arbeitslagern und Gefängnissen eingesperrt. Aber nicht alle kamen frei. 20.000 bis 30.000 sind in den Gefängnissen gestorben bzw. hingerichtet worden. Darunter auch Freunde von Fatos. Ich war in der Isolierzelle. Dann haben sie mich in ein Büro gebracht. Ein Staatsanwalt und der Stellvertreter der Stadtsicherheit erwarteten mich. Der Staatsanwalt zeigte mir ein Foto und sagte, schau, deine Freunde, hier sind sie. Da habe ich meine Freunde gesehen, die schon erschossen waren. Und einen von denen kann ich nicht vergessen. Er hieß Fadil Kokomani. Er hatte einen Blutfleck auf der Stirn. Daraus konnte man sehen, dass die Kugel von hinten kam und vorne wieder heraus. Und so hatte er einen Blutfleck und einige Blutspuren im Gesicht. Das kann ich nie vergessen. Fatos Lubonja ist einer der Gründer der neuen Menschenrechtsorganisation in Tirana und neben Dr. Atgier Gay der Ansprechpartner der österreichischen Caritas. Nach 17 Jahren Trennung von seiner Frau und seinen Kindern lebt er nun wieder mit seiner Familie in Tirana. Als ich verhaftet wurde, war meine Frau 23 und ich musste meine beiden Kinder zurücklassen. Meine ältere Tochter war 1,5 Jahre alt, die jüngere erst einen Monat. Als ich entlassen wurde, waren meine Töchter 18,5 und 17 Jahre alt. Es fällt mir schwer, das Leid zu beschreiben, das ich während der Trennung von meiner Familie erdulden musste. Ich
Tetis und Anna, die Töchter von Fatos, lebten während seiner Gefangenschaft mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf. 500.000 Albaner, das ist ein Sechstel der Gesamtbevölkerung, waren ständig bewacht. Entsprechend einer Sippenhaftung wurden die Familienangehörigen in abgelegenen Dörfern ghettoisiert. In Leja lebten außer uns ausschließlich Kinder von Polizisten und Offizieren. Diese Kinder waren sehr eingebildet und wollten niemals mit uns spielen. Ich persönlich habe eigentlich darüber hinwegsehen können, aber meine Schwester Anna war immer gekränkt, wenn sie abschätzige Bemerkungen machten. Zana Lubonja arbeitete 15 Jahre als Bauhilfsarbeiterin, um ihre Kinder zu ernähren. Zurück aus der Verbannung ist es um nichts leichter geworden, die Familie zu versorgen. Der Staat ist desorganisiert. Es mangelt an Lebensmitteln und Waren aller Art. Goldene Zeiten für Leute mit Geschäftssinn. Der Schwarzmarkt blüht. Gehandelt wird mit allem, was gut und teuer ist. Der Bedarf und die Nachfrage bestimmen den Preis, aber selbst hier sind Lebensmittel Mangelware. Um die Wahrheit zu sagen, ohne Mann zu leben, war sehr schwer. Ich musste gleichzeitig Mann, Frau und Mutter sein und musste für die Kinder das tägliche Brot beschaffen. Die Trennung von der Frau, von der Liebe und von den Kindern hatte zur Folge, dass die Beziehung zu meinen Töchtern bis heute darunter leidet. Ich fühle, dass sie mich nicht als ihren Vater spüren. Fatos war am Überlegen, die Leute, die dazu beigetragen haben, dass er eingesperrt wurde, zu verklagen. Aber er weiß, dass er dadurch nichts mehr ändern könnte. Wenn ich alle verklagen würde, die falsch gegen mich ausgesagt oder sich unrechtmäßig gegen mich verhalten haben, müssten mindestens 50 Leute bestraft werden für die Missachtung der Gerechtigkeit. Scheltzan, eines der 200 Dörfer im Distrikt Elbasan. Hier scheint die Zeit schon im vorigen Jahrhundert stehen geblieben zu sein. Nur 19 Kilometer von der Stadt Elbasan entfernt leben hier 30 Familien in größter Armut. Der Priester Dr. Adgier Gey von der Mission der Mutter Teresa versorgt auch dieses Dorf mit dem Notwendigsten. Die Leute hier haben keine Zündhölzer, um Feuer zu machen. Sie haben kein Geschirr, um Wasser zu kochen. Sie haben keine Öfen, um Brot zu backen. In den Häusern der Dorfbewohner gibt es keine Betten, keine Decken. Die Leute schlafen in ihren Kleidern auf dem Boden. Das habe ich selbst gesehen. Die ersten Hilfstransporte der Caritas sind unbeschadet in Albanien angekommen. Lebensmittel, Medikamente und Kleider. Durch die Hilfe aus dem Ausland fassen die Leute wieder Mut.
nach 40 Jahren Diktatur. Nächstes Thema, was mir heilig ist. Wir haben über diese Aktion des ORF und der Schulämter der katholischen und der evangelischen Kirche bereits mehrfach berichtet. Das Interesse hält an. Mehr als 1600 Briefe sind bereits eingelangt. Lebensgeschichten, Erzählungen, Fotos. Tirana, Hauptstadt von Albanien. Jahrzehntelang von Europa abgeschlossen, versucht das Land seit den Wahlen im April dieses Jahres, sich dem übrigen Europa zu öffnen. Mit dem wirtschaftlichen Fiasko geht menschliches Elend einher. Vor allem mangelt es an ausreichender medizinischer Betreuung. Die Station hat 180 Betten. Sie wird von 20 Ärzten und 40 Krankenschwestern betreut. Täglich werden 20 bis 25 Kinder hier geboren. Es ist die am besten ausgestattete Frauenstation in ganz Albanien. Es fehlen uns sogar die Tücher zum Auffangen der Neugeborenen. Häufig verwenden wir dafür Papier, wobei Toilettpapier Luxus ist. Oftmals müssen wir Zeitungspapier benutzen. Außerdem haben wir nur 5 Geburtensets an Instrumenten, führen aber 25 Geburten pro Tag durch. Nach dem Auswaschen werden die Tücher in diesem Topf gekocht und dann wieder verwendet. Durch Auskochen von Verbänden, Einwegtüchern und Kompressen ersetzt man die defekten Sterilisationsgeräte. Handschuhe und Spritzen zur einmaligen Verwendung werden so lange strapaziert, bis sie kaputt gehen. Mit rostigen Nadeln werden Wunden genäht. Ein lebensbedrohlicher Umstand für die Patientinnen. Beatmungsgeräte werden behelfsmäßig mit Klebebändern abgedichtet. Ich liebe meinen Beruf und wir machen, was in unserer Macht steht. Die Frauen müssen gebären. Aber wenn innerhalb der nächsten 10 Tage keine Hilfe kommt, müssen wir diese Klinik schließen. Schelzan, ein kleines Dorf, ca. 19 Kilometer außerhalb der Industriestadt Elbasan. 900 Meter über dem Meeresspiegel scheint die Zeit an 30 Familien spurlos vorübergegangen zu sein. Im Distrikt Elbasan gibt es insgesamt 200 solcher Dörfer. Der Priester Dr. Abdiarge ist neuerdings motorisiert. Er versorgt diese Siedlungen mit lebensnotwendigen Gütern. Die medizinische Autorität ist die Hebamme. Das ist unsere Ambulanz hier in Schelzan. Hier führen wir die Sterilisation durch, im anderen auch. Da drüben ist die Kochplatte, wo wir arbeiten. Hier kochen wir die Spritzen und die Tücher ab. Und hier ist das Bett, wo man die Untersuchungen durchführt. Auch die Untersuchungen an den Frauen. Hier werden die Leute behandelt. Und das ist der Tisch, wo die Materialien aufbewahrt werden. Das ist alles, was ich habe. Albanien, keine 1,5 Jahre nach den ersten Wahlen. Fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sich Enver Hoxha auf den Weg gemacht hatte, ein kommunistisches Land und den ersten atheistischen Staat der Welt aufzubauen. Um auf die Beine zu kommen, braucht dieses Land heute ausländische Hilfe. Von Anfang an hilft die österreichische Caritas effizient und professionell. Diesmal wird die Abordnung der Caritas von Kardinal Franz König begleitet. Als Architekt der Ostpolitik des Vatikans, wie er oft genannt wurde, war Albanien das einzige Land des ehemals kommunistischen Osteuropas, das er noch nicht kannte. Jetzt steht der 86-Jährige nicht an, seinen Teil zum Aufbau des Landes beizutragen. Auf dir! Was ist das? Was ist denn das?
Wie? Nein, 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 Moment. Macaroni. Hier, so müssten wir, können wir Gott sei Dank sagen, geht nichts in dunkle Kanäle, sondern hier wird es unmittelbar und für alle einsichtig an die Familien verteilt, die Hilfe brauchen. Und danke Ihnen. Dieses Depot der Caritas liegt in der Provinz Elbasan, im Zentrum des Landes. 22 Transporte mit Hilfsgütern aus Österreich sind hier mittlerweile sicher gelandet. Bisher wurde dem Land damit praktisch erste Hilfe geleistet. Babynahrung, Kleider, Saatgut, Medikamente und die wichtigsten Lebensmittel werden zu genau festgesetzten Zeiten an die Bewohner von 60 umliegenden Dörfern verteilt. Es kann aber nicht darum gehen, die Albaner von Hilfslieferungen abhängig zu halten. So versucht die Caritas mehr und mehr, sinnvolle Initiativen zu unterstützen, die im Land selbst entstehen. Damit sich die Menschen am eigenen Schopf aus der Misere ziehen können. Denn das Land ist fruchtbar und hat auch eine Menge eigener Bodenschätze. Aber nach den langen Jahren der Planwirtschaft entstehen eigene Unternehmen nur langsam. So ist für die meisten Albaner jeder Tag ein neuer Kampf ums Überleben. Die Caritas unterstützt auch die Gebärklinik von Elbasan, der ehemaligen Hauptstadt Albaniens. Es fehlt am notwendigsten. Nicht nur, dass es so gut wie keine medizinischen Geräte gibt. Es ist auch keine Bettwäsche vorhanden. Gut 3000 Geburten finden hier jährlich statt, also rund 10 pro Tag. Sogar Tuchenden werden direkt auf das Drahtgeflecht der Betten gelegt, weil es an Matratzen mangelt. Und beim einzigen Inkubator der Klinik fehlen die Gummimanschetten. One Inkubator is for one baby. But we have 5 baby for one Inkubator, because we haven't the other Inkubator. Aber nicht nur in den Krankenhäusern fehlt es hinten und vorne. Viele Fabriken, oft von den Chinesen gebaut, stehen still, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Und auch das alte Management ist weg. Nur noch eine Handvoll Arbeiter ist bei dieser Chemiefabrik zurückgeblieben. In 1-2 Monaten wird es wieder weitergehen. Das hoffen wir jedenfalls. Die ganze Fabrik ist stehen geblieben, als die Heizanlage defekt wurde. Niemand konnte das reparieren. Wir hoffen immer noch, dass jemand den Schaden richtet. Wir bewachen einstweilen die Anlage, dass niemand etwas plündert. Was? Nur noch wenige Schlote der riesigen Stahlwerke, auf die man einst so stolz war. Am schnellsten scheinen sich noch die Kirchen zu erholen. Vielleicht auch, weil sie am stärksten mit ausländischer Hilfe rechnen können. Bis zum kommenden Weihnachtsfest soll die Kathedrale von Shkodra, die größte katholische Kirche des Landes, wiederhergerichtet sein. Während der letzten Jahrzehnte diente der Bau als Sporthalle. Shkodra, die drittgrößte Stadt im Norden des Landes, ist das Zentrum der albanischen Katholiken. Wegen der vielen Klöster und Kirchen nannte man die Stadt früher das Rom des Balkans. Auch die meisten albanischen Priester, die die Gefängnisse und Arbeitslager überlebt haben, sind heute in Shkodra. Kardinal König besucht den heute 90-jährigen Mikel Kolici, der 45 Jahre seines Lebens eingesperrt war. Er spricht mit ihm über dessen Alltag im Arbeitslager. Sie müssten also eine
Grabungen machen, Erdaushebungen vornehmen und hatten eine Höhe von 4 Metern zu überwinden mit einer Tagesleistung von 16 Stunden und sehr wenig Essen. Es sind natürlich manche zusammengebrochen gestanden. Non lasciavano un momento a mettersi a riposo con la badile, così non lasciavano. Auch wenn einer versucht hat, sich ein bisschen über die Schaufel zu beugen und einen Moment zu pausieren, sofort einer gekommen und gesagt, was ist das, los, arbeiten. Also diese kleinen Ruhepausen zwischen den Arbeiten waren nicht möglich. 3,3 Millionen Einwohner hat Albanien. Rund 15.000 politische Häftlinge gab es unter Enver Hoxha. Wenn man deren Familien dazu rechnet, die meistens in eigene Arbeitsdörfer verbannt wurden, kann man sicher von 50.000 politischen Opfern ausgehen. Heute gibt es nur noch gewöhnliche Kriminelle in den Gefängnissen. Aber die meisten der ehemaligen politischen Häftlinge leben unter kaum besseren Bedingungen. Keine Wohnung, keine Arbeit. 60 von ihnen, mit ihren Familien sind es 200, halten eine ehemalige Kaderschule besetzt. Aber auch die Zusagen der neuen demokratischen Regierung sind bisher nur Lippenbekenntnisse geblieben. Wir haben diese Liste gemacht von allen, die hier leben und schon einen Hungerstreik gemacht haben. Wie sollen wir sonst auf unsere Lage aufmerksam machen? Versprochen hat uns die Demokratische Partei viel, aber die Beamten, die sind doch die Alten geblieben. 19 Jahre war ich im Gefängnis. Zwangsarbeit. Und jetzt das hier. Die Männer planen jetzt schon ihren zweiten Hungerstreik. Sie wissen kein anderes Mittel, wie sie sonst aus ihrer Misere herauskommen könnten. Die Ex-Häftlinge erzählen, dass angeblich schon ein Ausländer die Schule gekauft hat, die sie jetzt besetzt halten. Der Sekretär der Helsinki Menschenrechtskommission war selbst 17 Jahre inhaftiert. Wir haben jetzt eine Menge neuer Probleme, denn wir haben eine Zeit des Übergangs. Und diese Periode ist eine Zeit von moralischen Krisen und auch politischen Krisen. Wir müssen gegen die Rachegelüste ankämpfen, die vorhanden sind. Wir müssen gegen alte Strukturen ankämpfen, die immer noch bestehen. Korrupte Strukturen in der Rechtsprechung und in der Verwaltung und so weiter. Da gibt es noch wirklich viel zu tun. Wir spielen unsere kleine Rolle und die Politiker spielen ihren Part. Es ist erstaunlich, wie schnell die Menschen wieder an ihre alten religiösen Bräuche anschließen, wo doch so lange Zeit jedes äußere religiöse Zeichen verboten war. Trotzdem scheint in den Herzen vieler Menschen die Religion fast unbeschadet überlebt zu haben. Für fast 50 Jahre war alle Religionen hier in Albanien verfolgt. Und nicht nur die katholische Kirche, aber auch die orthodoxen und die Muslimen. Aber die katholische Kirche wurde mehr als die anderen, weil die katholische Kirche hatte die Intelligenz. Und heute haben wir eine Situation, das ist wirklich schlecht, weil von den 300 Priestern, die wir hätten, haben wir nur 30 Priester. Und die jüngste von diesen hat 65 Jahre. Die einen mögen aus Neugier gekommen sein, für die anderen war es aber sicher ein demonstrativer Akt, kilometerweit zu einem Gottesdienst mit dem Kardinal zu einem geschichtsträchtigen Ort zu kommen. Vor den Toren Shkodras liegt ein alter Marienwallfahrtsort. Der 1985 verstorbene Enver Hoxha hatte die Kirche niederreißen lassen und errichtete sich dort dafür selbst ein Denkmal. Inzwischen steht auch dieses nicht mehr. Die Leute haben es niedergerissen und wollen jetzt wieder ihre Kirche aufbauen. Der Kardinal, übrigens der erste auf albanischem Boden, war auch gekommen, um eine Kopie des alten Marienbildes von Shkodra zu bringen, von dem die Legende erzählt, dass es vor den Türkenkriegen nach Rom davongeflogen sei. Musik.
buon concilio, vi per voi sarà la grande protettrice e vi aiuterà sempre. Keni besim, keni fete gjall. Bei diesem Gottesdienst am Wallfahrtsort der Mutter Gottes vom Guten Rat wurde auch die Weihe Albaniens an Maria erneuert. Für viele Albaner ging wohl bei diesem Gottesdienst eine alte Prophezeiung von Papst Pius X. aus dem Jahre 1911 in Erfüllung. Die besagte, Albanien müsse eine harte und lange Zeit der Unterdrückung durchmachen. Dann aber werde eine glorreiche Zeit folgen. Dieser Satz, erzählen Albaner immer wieder, gab ihnen die Kraft durchzuhalten. Wir haben uns in unseren Häusern getroffen, heimlich, um zu beten. Und wir haben dabei immer große Angst gehabt. Wir sind so glücklich, dass dieser Tag endlich gekommen ist. Wir haben so lange darauf gewartet. Wir können es immer noch nicht glauben, dass dieser Tag gekommen ist. Ich bin zwar in keine Schule gegangen, aber ich habe die ganze Zeit über den Glauben in meinem Herzen versteckt gehabt. Das war die erste Messe, die ich erlebt habe. Ich hätte mich früher zu so etwas sicher nicht getraut. Man wurde ja gleich eingesperrt für seinen Glauben. Ich war eingesperrt und viele andere waren im inneren Exil. Gott sei Dank, dass das albanische Volk das erlebt. Wir durften ja öffentlich kein Kreuzzeichen machen und wir waren so lang voneinander isoliert. Und trotzdem hat der Glaube hier bei den Menschen von Shkodra überlebt. Es ist ein Wunder. Endlich können wir frei sprechen und auch zeigen, woran wir glauben. Wir konnten ja nie an diesen Ort hier kommen. Das ganze albanische Volk hat auf diesen Tag gewartet. Wir sind alle überglücklich. Sofort sind auch wieder die alten Bräuche eingeführt, als wären sie nie unterbrochen worden. Die Bauern, die oft 10, 20 Kilometer weit gegangen sind, um am Gottesdienst teilzunehmen, versammeln sich nach altem Brauch nach der Messe im Schatten der Bäume, um gemeinsam das Brot zu brechen und sich für den Heimweg zu stärken. Noch lange nach dem Gottesdienst knien Frauen vor dem Marienbild. Für sie ist wirklich ein Wunder geschehen. Das Marienbild, sagen die Frauen, ist letztlich stärker als all der Beton von Hodgers Denkmal, das ein für alle Mal am Boden liegt. Auch an der Fassade der orthodoxen Kirche von Tirana sind die Kreuze wieder freigelegt, die Hodger hatte verputzen lassen. In dieser Kirche traf Kardinal Franz König mit dem albanisch-orthodoxen Exarchen von Tirana, Anastasios, zusammen. Immer schon waren die Albaner in die Spannungen zwischen den byzantinischen Patriarchen und den römischen Päpsten verwickelt gewesen. Und anders als die anderen Balkanvölker, die sich nach dem morgenländischen Skisma von 1054 der Orthodoxie zuwandten, spalteten sich die Albaner in Orthodoxe und Katholiken. Offensichtlich schafften es erst die Lager des kommunistischen Regimes, die Geistlichen der Religionen zusammenzubringen. Erstmals seit langer Zeit klappt auch die Verständigung mit den politischen Führern wieder. Seit Ende März ist Sali Berisha, der Führer der Demokratischen Partei, Präsident von Albanien. Welche Rolle soll die Religion nach dieser langen Zeit der Unterdrückung in Albanien spielen? Wir respektieren die Religionsfreiheit für alle Albaner, wie das auch sonst in Europa üblich ist. Der Atheismus wurde Albanien ja eingepflanzt. Wir werden alles dran setzen, um hier in Albanien solche Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen ihre Religion so ausüben können, wie sie es wollen. Als ehemaliger Kommunist, Herr Präsident, umarmen Sie heute Kirchenmänner.
Auch die kommunistischen Führer umarmten einander so. Übernimmt der Klerus jetzt eine politische Rolle? Ich habe einen großen Respekt vor ihnen. Aber wir wollen die Kirchen nicht in die Politik verwickelt sehen. Wir sind ein säkularer und kein klerikaler Staat. Wir haben drei religiöse Führer und wir respektieren sie alle. Aber bis jetzt ist keiner von ihnen in die Politik verstrickt. Sie machen Religion. Sie selbst, Herr Präsident, kommen aus einer muslimischen Familie. Als früherer Kommunist waren Sie aber natürlich Atheist. Glauben Sie jetzt an Gott oder nicht? Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen und ich glaubte immer an Gott. Ich habe nie das Vertrauen, den Glauben an Gott verloren. Aber als Kommunist mussten Sie doch Atheist sein. Es wurde erwartet, einer zu sein, aber in meiner Seele war ich nie Atheist. Ein Grund des Moslems, früheren Kommunisten und heutigen Demokraten Salih Berisha, er war ursprünglich Herzspezialist, ein Grund für ihn, sich den christlichen Kirchen zuzuwenden, mag auch jener sein, dass er mit seinem Land sicher auf Hilfe aus dem nun einmal christlichen Europa angewiesen ist. Vor den Trümmern des Hoxha-Denkmals fallen auch die Gespräche zwischen Christen und Moslems leicht. Und in einer Zeit, wo sich einerseits ein Europa neu formiert, das nun einmal christlich ist, und sich auf der anderen Seite nur logischerweise ein Islamistan bildet, in dieser Zeit sind zwischen diesen beiden Blöcken Puffer nötig, wo der Dialog noch funktioniert. Der Kardinal und der albanische Großmufti, der höchste islamische Würdenträger, der ebenfalls lange Jahre in Haft war, verstanden sich jedenfalls bestens. Auch in der Vergangenheit Albaniens war es durchaus üblich, dass zum Beispiel eine christliche Frau einen Moslem heiratete. Die Töchter wurden dann christlich, die Söhne muslimisch erzogen. In Dörfern, die keine eigene Kirche hatten, kam es auch vor, dass sie im selben Haus am Freitag die Moslems und am Sonntag die Christen ihre Gottesdienste feierten. Gerade auch den Bektaschi, einem in Albanien weit verbreiteten Derwischorden, sagt man große Nähe zum Christentum nach. Einst war das ganze Land von Bektaschi-Klöstern überzogen, die besonders gastfreundlich waren. Heute beginnt der Derwisch-Bektaschi-Orden, die alten Häuser wieder zu beleben. Könnte das Miteinander der Religionen in Albanien zum Modell werden? Ich darf darauf hinweisen, dass wir hier ein sehr gutes Beispiel haben, wie diese drei Religionen miteinander sehr friedlich bei allem gegenseitigen Respekt auskommen und miteinander leben. Ich würde sagen, was der Libanon uns vorgelebt hat durch Generationen, was leider in so tragischer Weise vollständig zerstört worden ist, das könnte hier sozusagen einen neuen Anfang uns bieten. Ich glaube, dass wir hier sozusagen dem Lande, dem sympathischen Lande, mit den Menschen, die innerlich nicht en masse zerstört worden sind, sondern die trotz dem, was sie gelitten haben, irgendwie ungebrochen geblieben sind. So ist der Eindruck, so sagt man auch der Nunzius, dass also man ihnen sagen sollte, macht es jetzt das, was dort verloren gegangen ist, versucht das in positiver Hinsicht als ein Vorbild anzusehen. Noch ist das Ganze aber sicher eine schwierige Geburt. Und so wie das Baby, das in der Gebärklinik von Elbasan auf die Welt kommt, nicht recht weiß, ob es überhaupt atmen und leben soll, so steht auch das ganze Land am Scheideweg. Viele von denen, für die Enver Hoxha das atheistisch-kommunistische Musterland Albanien errichten wollte, blieben auf der Strecke. Ironie des Schicksals: gerade die Schwestern der gebürtigen Albanierin Mutter Teresa kümmern sich um die, die sonst völlig unter die Räder kommen würden. Kinder, um die sich niemand kümmert. Geschädigte Kinder oder gesunde? Nein, das sind gesunde Kinder, aber die Eltern wollen die Kinder nicht haben. Sind gesunde? Aus Armut, ne? Gesunde Kinder, die Eltern haben sie aufgegeben, ja, ja. Haben sie weggegeben und das ist dann...
In welche Zukunft diese Kinder blicken, wohin sich dieses Land bewegt, wie auch immer. Vorläufig hat noch das Gültigkeit, was ein Priester in Elbasan sagte. Momentan ist es statt dem Predigen wichtiger, dass wir Lebensmittel und Medikamente austeilen und dass wir den Menschen ein Lächeln schenken.